Einer der Fans und Follower von meinem YouTube-Kanal hat mir freundlicherweise eine Leihgabe zur Verfügung gestellt, und zwar das Mantis X Trainingssystem für Waffen. Dieses Trainingssystem möchte ich hier in dem ersten Video, es wird mehrere zu diesem System geben, kurz vorstellen. Das Mantis X Trainingssystem für Waffen ist ein kleines Bauteil, das unten an die Pickerschiene einer Kurzwaffe montiert wird. Es gibt Zubehörteile, um dieses Bauteil zum Beispiel unter einem Magazin fest zu montieren oder an anderen Stellen. Einen Link zu dem Produkt poste ich euch unten natürlich in der Description. Preis dieses Systems liegt bei roundabout 179 Euro. Da wird der ein oder andere jetzt durchaus schlucken. Aber es bietet einiges. Es hat seine Vor-, es hat seine Nachteile. Ein Vor- wie auch Nachteil zugleich ist es, dass die App kostenlos bezogen werden kann. Man kann sich auch bei Mantis dafür registrieren, muss man aber nicht, um sie zu nutzen. Funktioniert aber auch nur auf iOS- und Android-Plattformen. Und das macht schon wieder ein bisschen schwierig, weil erst ab iOS 9 wird diese App unterstützt. Das heißt, ältere iPhones fallen da raus. Ich habe das jetzt auf einem alten, ledierten und kaputten Handy von einem meiner Kinder installiert. Das habe ich mal eben hier oben angehängt. Die Bilder davon habe ich per Screenshot gemacht und werde sie dann auch entsprechend hier erklärend ein bisschen einblenden. Zumindest werde ich es versuchen. So, was kann ich jetzt hiermit tun? Nun, dieses Teil erkennt letzten Endes, nachdem es eingeschaltet und gepaart wurde, wie sich die Waffe verhält und damit auch die gesamte Nutzung verhält bei der Schussabgabe. Habe ich zu eng gegriffen? Habe ich zu locker gegriffen? Habe ich mein Handgelenk locker gelassen? Habe ich am Abzug gerissen? Und so weiter. Und pro Schuss kann man sich dann im Nachgang auch Tipps geben lassen, was da falsch gelaufen ist an dem besagten Schuss. Man bekommt nach jedem Schuss auch eine Auswertung angezeigt auf der App und auch, ob der Schuss gut war oder weniger gut war. Oder vielleicht sogar auf Deutsch Scheiße. Wir werden es jetzt mal kurz durchexerzieren. Ich habe bereits schon vorbereitend das Gerät gepaart. Das läuft über Bluetooth, wird auch ganz einfach hier unten über einen USB-Stecker kann es dann aufgeladen werden. So. Es ist alles schon so weit verbunden, dass wir eigentlich direkt ins Geschehen starten können. Das bedeutet, ich starte die App und ihr seht, es hat sich jetzt in einen Kreis geändert. Ich gehe jetzt einfach mal rein, ich ziele. Und habe 97,3 Punkte erreichen. Das wird mir angezeigt als großartiger Schuss. Machen wir nochmal. So, hier wird der Zeiger mir jetzt an 86,7. Mögliche Gründe: Handgelenk kippt aufwärts. Das heißt, ich drücke die Waffe gegebenenfalls beim Schießen nach oben. Dann probiere es nochmal. Großartiger Schuss, 97,8. So, ihr seht, jeder Schuss wird einzeln aufgezeichnet und ausgewertet. Ihr könnt dann im Nachgang jeden einzelnen Schuss aufrufen und könnt dann auch den Verlauf sehen. In dieser App gibt es unterschiedliche Arten der Trainings. Die kann man sich dann letzten Endes aufrufen. Können mal gucken, eine zeitkritische Prüfung. Mal gucken, was das bedeutet. Schütze ist fertig.
Und hier geht es jetzt dabei, das Hochgehen und Ziehen des Abzugs letzten Endes ein bisschen zu trainieren. So, ich habe jetzt hier in 31,82 Sekunden eine Durchschnittspunktzahl von 84,5 Punkten. Man kann sich das dann alles auswerten lassen, man kriegt jeden einzelnen Schuss angezeigt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil man tatsächlich auch dann rekapitulieren kann, wo habe ich eventuell einen Fehler gemacht. Man hat auch die Möglichkeit, über den Verlauf sich dann den gesamten Verlauf des Ganzen anzugucken. Was für ein Training ist das gewesen? Zeitkritische Prüfung. Man kann sich jedes einzelne Training hier tatsächlich auch anzeigen lassen, das man durchgeführt hat. Wenn man zum Beispiel mit unterschiedlichen Waffen trainiert hat. Ich habe das gestern, nachdem ich es erhalten habe, mal einfach so spaßeshalber, damit mal ein bisschen was an Daten zusammenkommt, mit drei verschiedenen Waffen mal getestet. Das war hier einmal hier meine Walther PK380. Die hat ja die Schiene. Ich habe es mit meiner CZP07 und mit der Waffe eines Mitgliedes der CZ Shadow 2 mal gemacht, weil die auch eine Pickerschiene drauf hat. Einfach nur, um mal zu testen. Die Ergebnisse sind vom Durchschnitt her relativ gleich geblieben. Ich muss sagen, auf den ersten Blick finde ich das eine ziemlich coole Sache, weil es sehr, sehr gut damit helfen kann, Fehler, die man beim Schießen macht, zu eliminieren. Der Preis von 179 Euro, ja, der ist stolz. Aber wenn man überlegt, was man locker an Munition verschossen hat, aufgrund von Fehlern, die man gemacht hat, wo sich keiner hintereinstellt, um einem das tatsächlich auch mal zu vermitteln, was man da tun soll. Da hat man das eigentlich, das sind noch nicht mal 1000 Schuss Munition. 9mm wohlgemerkt. Wie ich eingangs erwähnt habe, das hier ist das erste in der Mantis X Thematik. Ich werde weitere Videos hiervon machen, vermutlich noch 2 Stück. Ich kann nur im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht das System auf dem Schießstand testen. Das heißt, das wird hoffentlich bei unserem Training in 14 Tagen passieren können. Deshalb, ihr könnt gespannt bleiben, es kommen noch weitere Videos. Gefallen dir meine Videos? Gefällt dir mein Kanal? Super geil! Sei bitte so gut, abonniere mich, like mich, share mich. Nur dann werden meine Videos schön breit gestreut und viele Menschen bekommen auch mit, was wir eigentlich für einen tollen Sport machen. Und wer mich supporten will, unten findet ihr die Links dazu.